Heirulbersch. Holzpfeil. Oh, hier könnte ich wieder was kochen. Ich könnte zum Beispiel einfach mal tatsächlich einen kompletten Ausdauerpilzspieß herstellen. Genau. Dank der Farben, vielen Farben ist das Auge mit. Ich finde es immer bedenklich, wenn da steht viele Farben im Zusammenhang mit Pilzen. Was passiert, wenn ich jetzt Äpfel hier reinschmeiße in Mengen? Kochobst. Ah, okay. Da ist eine Fettkröte. Die hat man bisher noch nicht fotografiert. Och nö. Lass doch mal sowas. Ja. Oh ja, hier sind wahrscheinlich die vielen wütenden Monster. Oh, das ist die falsche Waffe. Moment! Falsche Waffe! Sterb! Nexar-Lanze. Nein, warte, 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 warte. Nee, ist schlechter. Und das hier sieht aus wie eine Zora-Lanze. War das der einzige? Was ist? Komm näher. Genau, bringt euch einfach gegenseitig um. Das finde ich gut. Scheiße. Oh Gott. Das ist ein anderes Vieh. Kochobst, Essen. Na komm schon. Ist mir ja die Waffe zerbrochen. Stirb. So. So.
Kopfschuss. Was haben wir da? Exhalfos Schwanz. Getrennt vom Körper wirkt dieser Schwanz noch kurze Zeit weiter. Eine einzigartige Eigenschaft, die ihn zu einer beliebten Medizinzutat macht. Ich habe ihn echt getroffen. Wow. Wo ist er? Was war das denn jetzt? Exhalbogen. Hau schon den Ritterbogen, den besseren dabei. So. Da habe ich ein bisschen was Verschossenes. Bogentasche ist voll, ich weiß. So, Mosses sind aufgerieben. Das heißt, kann mich sie dann wieder zutexten. Mist. Was haben wir denn da? Geflügel. Larsbrücke. Sind wir bald da? Noch nicht mal annähernd. Jetzt geht's noch hier durch die Rutruberge. Wer baut denn so? Noch nie was von direkten Wegen gehört, oder was? Hey! Hallo, Link! Hier bin ich, hier unten. So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor, wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link! Von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf! Stopp! Was haben wir denn hier? Eine Mobkeule. Der macht aber bloß 9 Schaden. Huch! So, ich habe da unten aber was gesehen. Ich habe da unten was gesehen. Und zwar ist da ein kreisrunder Steinkreis. Da ist da bestimmt kein Krog versteckt. Aber er wird aktuell nicht wieder hochkommen. Das möchte ich gerade nicht in Angriff nehmen. Was haben wir hier? Schleichlinge. Hyrule-Pilze. Ausdauer. Hyrule. Die habe ich schon. Okay. Was bist du denn? Eine Berghirschkuh. Daneben. Gib mir mein Pfeil zurück. Da lang oder da lang? Karte. Da lang.
Ich habe die falsche Waffe in der Hand. Wo ist er? So, tot ist er. Droppt er auch was? Nö. Wow. Die lassen bloß ihre blöden Elektrostäbe fallen. Was ist das da eigentlich? Das wäre weiter unten auch schon mal aufgefallen. Die Geschichte des Volk der Zoras. Erster Zusatz. König Durefan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Durefan durchquerte ein verirrter Wächter das Zoraner Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos. Ihre Speere ließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Durefan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf dem Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertänen, zutiefst bewegt von dieser mütigen Tat, priesen ihren König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Aha. Holzschild. Nee, von da komme ich. Ich muss da lang weiter. Da hoch! Ah! Das ist ein verdammt langer Weg. Was blinkt denn da? Schleichglöckchen. Maxi Rübe. Da lang? Oh, da ist noch ein Moblin. Aber ich überspringe ihn einfach. Ahaha. Was schreien da näher? Holzlachs. Nee, brauche ich nicht. Ich bräuchte, wenn, einen neuen Eisenhammer. Das ist eine verdammt lange Brücke. Dorf der Zoras. Hübsch hier. Oh. Oh, da ist der Schrein. Okay. Ah, Prinz Sidon. Oh. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor. Hier entlang. Hep, hep. Ah, der Hyjana. Du bist sicher müde von nach deiner langen Reise. Ich bin Letogan, aber genug geredet. Wärst du so freundlich, König Durefan aufzusuchen? Wenn du den Prinzen suchst, geh einfach zum Thronsaal.
Nee, vorher gehen wir mal zum Schrein. Hallo. Guten Tag. Bist du ein Hyjana? Gut beobachtet. Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Amol. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Ist dir diese Statue der großen Mifa aufgefallen? Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu anmaßend, wenn ich dich in dieser Form belehre. Diese Statue bildet die große Mifa ab, die einst der Recke der Zoras war. Sie war wunderschön und herzensgut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände heilte sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, so sagt man. Die Krieger von damals sind mittlerweile alle gebeugte Kreise. So kommt es, dass die Alten in unserem Dorf Mifa am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du ja selbst dazu befragen. Willkommen! Guten Tag! Willkommen im Marottmarkt. Das hier ist der Krämerladen Korallenriff und weiter hinten ist der Schmiede Hammerhai. Oder kannst du sonst irgendwie helfen? Auf Wiedersehen. Also hier vorne ist ein Krämer und hinten ist ein Schmiede. Ne? Zo, der Hyjana, wegen dem wir unsere Mifa verloren haben, läuft also so hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Wo sind wir hier? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonienlanze. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du dir gar nicht herzukommen. Jetzt tauschen ab. Hallo? Hallo? Du bist ein Hyjana, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Zidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Zidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landet mir auf dem Grund des Stausees. Das hätte ich auch schon etwas diplomatischer formulieren können. Was gibt's denn hier? Sportpfeilchen, Steinsalz, Eispfeile, Holzpfeile, Glutforelle, Frostforelle, Hyrule-Reis, oh. Nijiyoma-Schrein. Wenn die Hähne überzahlt sind, frieren sie mit Eispfeilen ein und nutzen ihre Unbeweglichkeit aus. Aha. Aha. Da wissen die also da. Wenn du bist im Wiff eines Baumes Glas, kannst du dich mit deinem Fernglas wahrscheinlich umsehen. Heben und senken. Das heißt, Moment. Magnetmodul? Nein, auch nicht. Die sind nicht magnetisch. Dann vielleicht mit dem Stasis-Modul. Ja. Komm schon. Huch! Wow! Ich darf die auch so nicht berühren. Warum nicht? Ja. Ach so, dich brauche ich. Oh. Okay.